Dennis? Mhm. Du hast ja noch das eine Teil von dem verfluchten Schwert, ne? Ja, das hatte ich. Weil Lars eventuell was gefunden hat. Ja, hat er das? Ja. Weißt du das noch? In der Tasche. Was ist das denn? Da wärst du dir selbst, frag mich. Nein, ich weiß, was du gesagt hast, aber ich weiß ja nicht, ob er es in der Tasche dabei hat oder ob er es so auf die Rache für sie geschickt hat. Ne, ich müsste. Warte mal, ich hab ein Paket gefunden, Leute. Ne, ja, also das Ding ist bei mir noch in der Tasche. Kannst du es mir mal schicken? Wer von euch hat mehr Punkte in Polymorph? Ein Polymorph hab ich. Polymorph hab ich. Wer von euch hat mehr Punkte in Polymorph? Warum? Um welche. Was geht's? Erzwungener Austausch. Hab ich schon. Dann kriegt's Dennis. Poly hab ich 3. Bitteschön. Dankeschön. Ich habe ja ein Paket gefunden, das habe ich erstmal gelootet. Auf zu Lars. Genau, ich soll dir das kaputte Schwert da schicken. Ja, so, genau. ist auf dem Weg. Ist verschickt. Kommt mit DHL. Also nicht, kommt es nicht an. So nicht. Bist du jetzt auch du bist auch Mystiker, ne? Also du kannst das Ding auch verstehen. Warte hier. Nee. Lose müsste eigentlich Mystikerin sein. Gelehrte ist sie nicht. Na, ich schick dir mal die Klinge. Unterhalt dich mal mit ihr. Vielleicht erzählt sie dir was. Jetzt die Klinge erstmal so. Yo, Digga, yo, Digga, yo, Digga, yo. brauche ich nicht beide Teile? Du sollst mit der Klinge reden. Also, mit dem Griff hast du doch schon geredet. Also. Nee, ich dachte, man muss das Ding zusammenfügen. Können wir bitte mal versuchen, einander ordentlich zuzuhören? Das wäre wirklich nett. Redemption. It's a crystal blade, seemingly separated from its hilt. It's clearly of a kind with the object you recovered from the Surrey tomb. The object repeats the words it previously spoke. It has nothing more to offer. In der Hack, der unheilvolle Sachiel, der verfluchte Kortan, der verfluchte Kortan. So, also ich habe mit der Klinge jetzt gesprochen und jetzt? Hat die dir irgendwas gesagt? Wie heißt das halt? Auch so ein Gedicht aufgelabert mit, wie heißt es? Einen Moment. Bla bla bla, mystisch, bla 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 bla, ungefähr so. Bla bla bla, hier sind Dämonen bei mir. Ja, aber warte, kann ich das Schwert nicht. Ich bin bei dir. Schmerz? Moment. Schmaden. Was ist das denn? Schmerzen. Kisvilius der Arglistige. Also, ich bin hier bei einer uralten Schmiede. Soll ich das Schwert vielleicht mal zusammenschmieden? Oder müssen wir das irgendjemandem abgeben? Das hab ich gerade probiert. Ich verstehe kein Wort. Ich hatte das probiert, die zwei Teile zu spielen. Das ging nicht. Deswegen habe ich die Klinge geschickt, damit du, ob die Klinge vielleicht irgendwas. Also, irgendwas doch. Könnte natürlich sein, dass da noch irgendwas fehlt. Ja, guck mal, da unten liegen Silberbarren. Ein Barren reiner Silber. Ja, einen habe ich schon mal. Nein, ja, aus dem meine Fachkunde der Waffenschmied sich eine schöne oder scharfe Klinge herstellen könnte. Vielleicht muss man das noch damit. Also einen Silberbarren lag bei der Schmiede, den habe ich eingesteckt, den kann ich euch dann schicken. Einen weiteren habe ich auch noch mitgenommen.
So, F5. Diese Appreciation innerhalb der Gruppe, dass man sich so aufmerksam zuhört, ist einfach genial. Was ist passiert? Du bist in den Kampf gegangen. Das ist passiert. Ich bin nicht in den Kampf. Ich bin nur. Sorry. Och. Hau den Köter. Oder kannst du die da unten alle festwurzeln? Das nicht alle oder alle? Doch, alle. Ja, doch. Und jetzt hau die Köter. Ich kann den Köter nicht hauen, ich hab zu wenig AP. Guck mal, Blut, Christian. Und ich bin wahnsinnig. Das weiß ich nicht erst seit heute. Ich weiß nicht, gegen wahnsinnig Hilfe. Den Zug überspringen, das hilft. Also ich mach nichts. Du machst nichts. Okay. Nee, das macht jetzt der Computer steuern. Ja, wie vorhin halt auch, wo ich da in dem Anwesen der Zwerge Charm war. Nee, Alter, mein Zwerg brennt. Alle brennen. Jetzt ist da kein Feuer mehr. Kein Blut mehr. Doch, unter denen ist es noch Blut. Ja, verfluchtes Blut. Ich hab nur gesagt, da ist Blut. Okay, lose will es euch so richtig gehen. Sei froh, dass ihr noch nicht Kettenblitz oder sowas gemerkt habt. Du musstest es ja sagen, oder? Das hat den Kampf getriggert. Es tut mir leid. Glaube ich dir nicht. Mehr Regen. Ich weiß ja nicht, ob erste Hilfe gegen wahnsinnig hilft. Die kann halt nur Malibu, der ist noch nicht dran. Ja, nee, ich. Warte mal. Ich hab nur laut gedacht. Ich will erstmal deine Kackviech. Na. Ach ja, ich bin etwas eingeschränkt, Leute. Na. Stimmt, du hast die Feuerpeitsche ins Gesicht bekommen. Ich würde wahrscheinlich das Feuer tot um auf Lars schießen. Boah, bin ich nicht wunder. Rio Anis. Also sag mal so, zum Glück habe ich keinen Zeitsprung auf dich eingesetzt, bevor du wahnsinnig geworden bist. Nochmal Zug bekommen, alles noch, die ganze Gruppe gewiped.
Die Hü- Verkrüppelt, niedergeschlagen, blind, verstummt, blutend, brennend, vergiftet, erkrankt. Nope, leider nicht. Leider nicht. Ja, dann müsst ihr mit dem nächsten Onslaught von Los rechnen. Kann ich dich nicht einfach irgendwo in den giftigen hier Todesnebel teleportieren? Du bist leider ein bisschen betäubt. Ja, verdammt, stimmt ja. Ihr hättet mich umlocken können. Physische Rüstung hast du aber trotzdem. Ich habe Glaskanone, also ich werde umgenockt durch alles. Ach, stimmt. Dann habe ich keinen Knockdown oder so. Oh, mächtiges RNG, was willst du nun tun? Das war Zwergi betäubt. Ja, ist okay. Das wären 2 AP gewesen. Zwergi ist dafür da, um einzustecken. Das war Zwergi. Ich wusste immer, dass Lose was gegen hat, also. Also Lars, wir müssen noch mal ein bisschen über Teamarbeit reden, ne? There is no I in team, but there is one in Lose. Losi. Ich wasche meine Hände in Unschuld. Das erinnert mich gerade voll an, wie heißt das, wo wir das Fire Emblem Let's Play gemacht haben und Dorcas hier den Berserker startet. Erinnere mich bitte nie wieder da dran, Alter. Das war schlimm genug. Scheiß Heal, Alter, ey. Nein, Los ist wieder dran, das ist wieder gefährlich. Boah, ja. Gut, ey, aber weg. Ach, Hundi. Ja. Was machen? Ich würde dann erstmal hier auf den Köter gehen, würde ich sagen. Bist du gut? Ja. Möter. Die Fusion aus League of Legends Spieler und Köter, der Möter. Ey, Möter war ein Yokai gewesen aus Yokai Watch. Ich weiß. Ein Moment. So. Heya, Butch! Haha! Zergis Geist kommt so voll von innen an. Jungs, are you winning?
Ach, scheiße, ich hätte Zwerge wiederbeleben können. Fuck. Ach, Quatsch. Dafür doch keine Scroll. Und Vampirhunger hättest du erst machen müssen, wenn du die Rüstung weg hast. Ah, verdammt. Scheiße. Na, ein bisschen Schaden hab ich ja gemacht. Ja, aber du hältst dich halt nur, wenn der keine Rüstung mehr hat. Ja, ich spuckt euch alle gegenseitig ins Gesicht. Feucht. Ah, ja. Christian wird nicht ermutigt, weil die Säule zwischen uns steht. Ja. Das ist so doof. Ne, ich bin mir sicher, ich werde nicht ermutigt, weil du was gegen Elfen hast. Ja, das auch, aber. Lass dich einfach nicht mehr von Lose ermutigen. Und tschüss. Greif mich an. Greif mich an. Greif mich an, hab ich gesagt. Ah, ich hab mich geheilt. Der Deutsch. Er hat sich gerade eindeutig bewegt, ich habe es genau gesehen. Ich wollte die Eurokratzer jetzt rein. Oder siehst du ihn nicht wegen der Säule? Säule wahrscheinlich, ja. Säulen aber auch. Alter, warum fickt mich immer Architektur, ey? Schon damals im Kunstunterricht, scheiß Gotik und Romanik, ey, kann mich so am Arsch gestohlen bleiben. Was mach ich jetzt so ein bisschen? Noch kaputt. Ja, hau auf den Hund drauf. Ich hoffe, ich treffe ihn von hier. Ne, du hast verfehlt. Ja! Du Hobo-Fürst! Ja, du. Aber den solltest du schießen. Ja. Den triffst. So, ihn einfach. Alter, ohne Scheiß, ey. Hätte ich mir den ganzen Scheiß-Move sparen können. Ich glaube, der Hund wird mich gleich zerflatschen. Ich würde. Nein, ich sehe dich nicht wie der Säule. Diese Säule. Hattest du gerade vor, ihn zu heilen? Er ist untot, das weißt du. Nein, ich will ihn nicht heilen, ich will ihm Ausweichen geben. Ich bin der Idee, der wird sowieso auf mich gehen. Erstmal, du bist Elfe. Keiner will auf dich gehen. Ja, ich heiße die Zuschauer willkommen. Jetzt willkommen zur letzten Folge dieses Let's Plays. Du sollst den auslutschen, der liegt direkt da. Nein, der liegt mit dem Zehner hoch. Folge, genau. Ich schwör bei Gott, wenn ich jetzt einen Schlag abbekomme, will ich euch zwei. Du wolltest das sagen. Haha, Schutzkreis. Säule. Ich bin dich geschützt. Ah,
Wie schön ist es, einen Schutzkreis zu haben. Vielleicht kann ich überleben. Okay, heilt sich erst. Er überlebt. Das ist schön. Are you winning, guys? Halt die Klappe, Zwergi. Kannst du, wenn du Blitzangriff hier auf diesen Enlach oder so machst, du hast ja noch Vampir. Tarantstein, Schalosch. Oder Wirbelangriff. Moment. Oh nein. Dennis, alles zurück. Du bist am Verwesen. Also, du darfst nichts angreifen. Weil du ich darf nichts angreifen? Ja, du hast ja Vampir auch, aber du jetzt. Ich weiß halt nicht, wie sie es bei Lifesteal verhält. Also Heilung geht nicht. Warte, aber direkte Angriffe, das bedeutet aber nicht, dass ich direkte Angriffe, aber Spells kann ich ja dann trotzdem noch machen. Ja, Spells sollten gehen. Okay. Ganz ruhig, Dennis. Ich überlebe. Ich werde irgendwie überleben. Also, ich hoffe, ich werde überleben. Sehen Sie, wie Dennis seine eigene These widerlegt in 3, 2, 1. Ja, die sind erstmal versteinert. Hier, physische Rüstung hast du nicht für dich, oder? Doch, habe ich auch gleich. Statuseffekt aufheben. Physische Rüstung. Griechischer Wein. Ich meinte eigentlich die Verstärken, also. Nee, du hast. Das ging halt nur um physische Rüstung. Der Verstärken. Gut, dass wir das Spiel seit gestern spielen. Sag ich, ich greife den Mann und dann so, oh, der ist ja immun dagegen. Der ist ja immun dagegen. Ja, auf sowas gucke ich auch nicht immer drauf. Ja, ich ganz ehrlich, ich untersuche aber auch nicht jeden einzelnen Gegner. Ich meine, das bringt doch die Spannung, so die Würze. Ich hab mich selbst mit einem. So, Vampiraura habe ich nicht mehr, das heißt, ich kann gleich auch wieder drauf protzen. Job. Mehr Blut. Das war interessant. Hattet ihr das jetzt auch gerade gesehen? Ja. Ich hab gerade gedacht, ich habe irgendeinen Wasser-Jutsu eingesetzt und hier entsteht dann so ein extremer Wasserfall oder so. Einfach dieser Blutschauer. So, nochmal überprüfen, das ist alles cool, okay. Ja, hast du irgendeinen magischen Medusa-Köpfchen? Ja, habe ich. Alternativ kannst du auch Verstärken einsetzen und dein Verwesen. Da war es wieder. Ja, also dieser komische Wasserzoffel gerade. Ja, war mir genau. Der war ganz lustig. Gut Job. Jo. Können wir auch mal einen Kampf überstehen, ohne dass wir uns gegenseitig Also, komm, das meiste Mitleid müssen wir mit Zwergi haben. Der darf entweder nicht mitspielen oder ist, bevor irgendwas Signifikantes gemacht hat, schon wieder tot. Das heißt, der ist eben zu langsam. Was ist das hier? Wie viel Initiative hat Zwergi denn? Oh, wo bin ich? This boat looks unfinished.
Okay, warum hat er jetzt gespeichert? Weil ich irgendwo hingegangen bin, wo es, glaube ich, weitergeht. In Hast du auf die Luke da geklickt? Ja, habe ich. Mit den Worten, was ist das? Oh, ist das Gift? Nein, das ist nur eine Leiche. Verdammt. Oh, wie enttäuschend. Nur eine Leiche. Wer hat die denn da hingepackt? Potenziell wir, ja. Aber egal. Also, zum Glück habe ich ja noch 4 Flaschen vergifteten Wein. Deshalb könnte man immer ihr wegräumen. Ja, wir haben die Knochenspinnen, diese. Nice. Was? Kann ich da hin? Nee, ich kann da nicht hin. Du könntest auch durch die Luke gehen, dass du bei uns bist. Hallo? Komm sofort. Ich dachte, wie heißt das? Das sieht aus wie ein altes Schwimmbad. Boah, hier unten war bestimmt ein richtig geiler Pool oder so. Alter. RTX off, ey. Maximale Dunkelheit. Ich muss mich eben kurz am Gift hochlutschen. Ist hier wirklich nichts? Du kannst dich auch einfach ausruhen. Hier passiert bestimmt irgendwas, aber ich glaube... Ja, ich glaube, wir sind noch zu früh hier, ja. Wahrscheinlich, wenn wir da oben irgendwas gemacht haben, ist hier unten dann ein NPC oder sowas. Oh ne, warte, da ist ein Hebel. Oh, ein Hebel. Das klingt nach Spaß. Kommt jetzt wieder ein Schiff runtergefallen oder so? Es gibt bestimmt 2 Hebel hier drin, oder? Oh. Nee, oh nee, das ist nur der Kunst. Der ist halt immer da. Den ihm wird getan, als ich den Hebel gezogen. Oder draußen ist jetzt was passiert. Nee. Irgendwas. Aber eben gerade hat es auf jeden Fall gerade geruckelt, wo du das erste Mal den Hebel aktiviert hast. Sag Bescheid, wenn draußen bist, ich aktiviere dann den Hebel manchmal. Jo, wir sind draußen. Also man hört den Mechanismus hier drin, hier draußen auf jeden Fall aktiviert werden. Aber... Kannst du es nochmal machen? Fort? Jetzt höre ich kein Geräusch mehr. Kann wirklich so sein, wie ihr gesagt habt, dass halt später dann irgendwas passiert. Ist bestimmt für irgendeine Quest, aber...